gefüllt. So, willkommen zurück zu Gable Knight. Wir sind mal wieder voll hier dabei und kommentieren. Beckmann ist auch wieder am Start. Voll sind wir auch. Okay. Beckmann sagt nichts, er ist einfach genau am Leiden. Ne, Hannes und Sören natürlich auch wieder. Hi. Hallo. Sind ganz scharf darauf, Gable Knight weiter zu spielen und so. Ich habe nicht ausgeschlafen, ich habe zwei Kaffee hier stehen. Ja, wir sind alle sehr müde. Wo sind wir denn jetzt? Im Wald. You don't say. Kids don't do drugs. Ah, wir haben ihn zurückgefunden. Muss ich jetzt irgendwie Bescheid sagen, dass wir den Typen da haben, was essen sehen? Ja, wäre ganz... Wo ist denn der? Da war, da genau, da war Chloe. Oder ne, wie hieß er? Ja doch. Okay, was ist los? Was ist passiert? Passiert? Nichts ist passiert. Haben Sie einen Geist gesehen? Nein. Ich... Um Gottes Willen. Da draußen im Wald. Zeigen Sie es mir. Oh. Gabriel! Da. Wo gehen Sie hin? Da drin. Ich komme trotzdem, dass wir das schon so lange spielen, immer noch nicht auf die Auflösung. Klar, ist mir gerade der Boost geworden. Ja, ja. Pixel zählt. Doch gar nichts. Oder so. Nein. Doch, genau, das sagt er jetzt. Da muss was getan werden. Also. Doch nicht. Haben Sie. Haben Sie von Zell gesehen? Von Zell? Nein. Ich habe niemanden gesehen. Nur die Leichen. Er ist gerade noch drin gewesen. Fressend. Von Zell ist ein Werwolf. Was sonst? Was sonst? Das ist ein Dialog. Als hätte er schon eine ganze Weile so getötet. Diese Hütte hat er als Schutz benutzt. Genauso wie die Hütte in Alfdorf. Er beobachtet die Opfer, findet ihre Angewohnheiten raus. Er greift sie an einsamen Plätzen an, zerrt sie zur Höhle zurück. Zum Fressen. Die Opfer werden vermisst gemeldet, da man nie eine Leiche findet. Von Zell ist vorsichtig, er passt auf, dass ihn keiner als Wolf sieht. Eine Frau hat ihn gesehen. Und niemand hat's geglaubt. Aber dann passierte was, ich weiß nicht warum. Von Zell kochte den Plan aus, die Wölfe aus dem Zoo zu stehlen. Wölfe, auf die man die Morde schieben konnte. Er brauchte eine Hilfsperson. Also nahm er Klingmann, da dieser dem Club beitreten wollte. Er versprach, ein gutes Wort einzulegen, wenn es funktionieren würde. Aber dann musste er die Wölfe loswerden. Eine Garantie, dass die Polizei sie nicht finden würde. Er wusste, dass der Club exotische Tiere über den Schwarzmarkt beschaffte, seit Jahren. Von Aigner hatte hohe Schulden bei Von Zell. Von Zell bot etwas nachzulassen, als Gegenleistung für den Namen des Kontaktmannes bei den Tiergeschäften. Der Name des Mannes war Großberg. Großberg war gerne bereit, die Wölfe aus dem Weg zu schaffen, für eine Gebühr. Aber Großberg war habgierig. Als er in der Zeitung von den Morden las, erpresste er dann Von Zell. Da hat Von Zell ihn ermordet. Ich wusste, dass Von Zell ein echtes Problem hat. Aber das ist kaum zu glauben. Ja, aber wahr. Wir müssen die Polizei holen. Ich kenne den Mann, der mit dem Fall betraut ist. Nein, die Polizei würde uns nicht glauben. Der durchschnittliche Polizeiverstand kann mit so etwas nicht umgehen. Außerdem, ich bin verantwortlich für Von Zell. Ich kannte die Macht der Philosophie, aber... Die Macht der Philosophie? Mir war nicht bewusst, dass sie jemanden so weit bringen könnte. Schreckliches Ende. Reden wir noch über dasselbe? Ich habe das miterschaffen. Ich muss es aufhalten. Mit ihrer Hilfe.
Was schlagen Sie vor? Dass wir beide, Sie und ich, ihn jagen. Heute Nacht. Oh Gott. Ich weiß nicht. Deshalb sind Sie doch in den Club gekommen, oder nicht? Um Tony Hubers Mörderer zu jagen und zur Strecke zu bringen. Das wissen Sie? Sie sind nicht der Einzige, der Fragen stellen kann. Oder so eine Art. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Jetzt müssen wir handeln. Ins Eisenherz. Kommen Sie um Mitternacht zum Stall. Bis dahin. Seien Sie unauffällig. Die anderen könnten uns in die Quere kommen. In Ordnung? Also heute Nacht. Die wilde Bestie, hungrig nach der Jagd. Jetzt kommt die dümmste Stelle des Spiels auch noch. Ihr Opfer bald nur noch Geschichte. Nicht, Sie machen mich nervös. Tue ich das? Ich neige dazu, diese Empfindung in anderen auszulösen. Passen die Sachen? Ich sehe aus das wie Lord. Ich hätte auch einseitig zwischen Marissa und Jack stattfinden können. Das ist genauso eine komische Spannung. Sie sehen viel besser aus als er. Sie können das Zeug heute Nacht gut brauchen. Reden wir nicht mehr über den gestrigen Abend, bitte. Wir reiten nicht so oft in den Staaten. Wir lassen die Pferde hier. Das Reiten ist nachts zu gefährlich. Ich vermute, Sie haben einen Plan. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Der beste Ort ist die Schlucht. Ich glaube, ich spiele lieber defensiv. Sie haben sicher Ihre eigenen Methoden. Aber wenn ich Sie wäre, blieb ich nah bei. Freut euch auf 50 Stunden Trial Error, liebe Zuschauer. Geil. Bleiben Sie dicht bei mir. Dafür, dass Sie ein Leben lang jagen, halten Sie die Waffen und so ganz schön beschissen. Ja, die Schauspieler wurden nicht daran unterrichtet. Ja. Mach seine E-Pads noch rein. Sicher Wolf-Sound Nummer 1. Punkt Epic 3. Das kann Beckmann besser. Friedrich. Oder Beckmann? Au! Ich höre was! Friedrich, ich höre was. Ich dachte, Tiere synchronisieren, ne? Ja. Ja, nicht dafür. Dein Hund ist der Beste. Ich finde meinen Jaguar gut. Gemacht. Super Taschenlampe. Ich
speichere jetzt ganz schnell, weil sonst müssen wir uns das 50 Mal anschauen. So, let's go. Also ich habe noch hier meinen Anhänger aus das dem Super-Knacks-Heft. Und der wird mich schützen. Alter, das sieht so... So, jetzt geht's nämlich ab. Wenn wir verkacken, sterben wir in 5 Sekunden. Scheiße, Sackgasse! Dräng ihn zurück. Ach, ernsthaft jetzt. War's schon. Depp, Alter, ich kann's ja nix. Über Tor? Ja, das ist gut. So, das war's mit diesem Let's Play. Wir sehen uns später. Ja, Feierabend! Beste Todesszene ever in einem Spiel. Au. Gut, also sind gerade falsch gelaufen, habt sich irgendwie den Weg eingeprägt? Wahrscheinlich nicht. Bist du? Ah, guck mal da, das war richtig. Jawohl. Ich muss ihn doch wegdrängen, dachte ich. Lass dich draufgehen, glaube ich. Okay, also rechts war schon mal richtig, so. So, und jetzt? Wir müssen in die Schlucht rein. Wo war denn die Schlucht? Das ist halt die Scheiße jetzt. Geh runter. Scheiße, Sackgasse! Ja, ich bin auch tot. Okay, ist auch tot. Scheiße, Sackgasse! Dann geh hoch. Da bin ich doch gleich... Okay, genau. Da war ich schon nicht gleich tot. So, rechts, links geht. Du bist als erstes rechts gegangen und warst nicht mal, tot. Geh ich mal links. Aha, jetzt bin ich beim Hof. Nochmal links. Rechts ist jetzt im Hof, links ist hier, okay, alles klar, hier ist niemand. Alter, wie sollst du das denn einprägen? Ja, okay, wieder tot. Alter! Ich sag doch weg, weil es kommt einfach nur ewig rein, Error, Mann. Wir müssen den zur Schlucht treiben, das ist das Ziel. Hoch. Links. 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 Perfekt! Guck mal, ich kann die ganze Zeit im Kreis laufen. Und wir sind tot. Oder? Nee. Eine Angst vor dem Symbol. Okay, also in die Richtung, wo der Wolf steht, ist die falsche Taktik. Das passiert, wenn ich auf nochmal drücke. Du bist tot. Hä, jetzt kommt er ja hier schon. Wie random ist das denn? Puff. Scheint richtig gewesen. Okay, du hast die Aufmerksamkeit. Links, oder? Ja. Nur ja, links. Was ist denn die richtigen Zwischensequenzen, glaube ich. Ist auf jeden Fall neu. Ja. Das nicht. Jetzt halt einer meiner Jungen, du Idiot, Mann. Runter. Was dachte... Nein, nicht links! Was dachte er sich eigentlich auf? Diesen Werwolf konfrontieren wir. Nehme ich irgendwas mit, wie eine Waffe oder so? Ah. Nein, er hat seine Taschenlampe, womit er zeigen will, dass... Runter! Runter, okay. Dasselbe nochmal gespiegelt. Und jetzt würde ich gucken. Wuff. Wuff. Okay, jetzt wieder runter, oder? Rechts? Ja, okay. Rechts geht nicht. Dann okay. Runter. Runter. Dasselbe nochmal gespiegelt. Wuff. Scheiße, Sackgasse. Ja, okay, tot. Nein, nee, du bist tot. Oh Mann, Alter. We were so close, we were on the verge. Hat sich irgendwer den richtigen Weg gemerkt? Hat sich jemand den richtigen Weg gemerkt? Geh einfach. Ja. Geh mal rechts. Okay, jetzt hast du schon mal die Aufmerksamkeit vom Wolf.
Rote Wasserkapsel. Okay, jetzt geht's zurück. Genau. Ja, okay. Jetzt gehst du hoch. Also wieder zurück? Nein, du gehst hoch. Ja, das ist ja zurück. Das ist nicht zurück, von da bist du nicht gekommen. Das war der Start, da bist du eben gestartet. Ist ja auch egal. Rechts oder links geht? Rechts ist tot, links geht's wieder zum Haus. Kannst du irgendwas am Haus machen? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Ihr könnt nicht passieren. Ja. Melon! Ich hab alles runter, probiert. Runter! Ihr könnt nicht. Jetzt? Rechts? Weiß ich nicht, da, so weit waren wir noch nie. Du solltest was zwischenspeichern. Das kann man nicht. Zwischenspeichern! LP9. Wir können uns auch verspeichern, ist das Problem, ne? Wenn wir im. Ja. Hoch! Also wieder zurück. Ich, Gabriel Knight. Hast du da gewonnen? Ich bin Gabriel Knight. Ja, jetzt habe ich einen Zwischenzähl. Ich bin Gabriel A! Nein, ich bin Gabriel A! Jetzt haben wir wieder hier, so. Echt? Da kam mir doch gerade her, Beckmann. Ja, gut, schau jetzt aber. Nein, kam mir nicht her. Oh, ach so. Das ist voll verwirrend, weil der spawnt dann auf einmal woanders. Ah, sehr gut. Runter geht nicht, auf ihn zu ist der tot. Ein Sturmangriff. Ja, ich bestimmt müssen wir irgendwo einen perfekten Moment die scheiß Sturmangriff machen. Oh, da waren wir noch nicht. Wir können ja noch runden. Geh mal. Runter. Kommt tot. Die Zuschauer denken sich um die auch so, ey, seid ihr dumm? Das ist ja mehr frustrierend, als einen Charakter zu bekommen, der gerade stirbt. Hoch. Das ist halt schon ein Error-Video. Hä? Tobi, wie wär's mit einem Gabriel Knight Pen and Pen? Nein. Nein. Ich kann nicht mal auf Laden drücken. Ich will dann aber, ich will den Horny Dude spielen und dann mich die ganze Zeit mit Abstand vorstellen. Ich kann nicht mehr laden. Nein. Ja, Leute, wir haben keine Leben mehr, das war's dann. Wir können nicht mehr hinten drücken, das Spiel hat sich, glaube ich, aufgehängt. Wir müssen jetzt von vorne wieder spielen. Alle Zauberwürfe haben sich aufgehängt. Links oder rechts, Beckmann? Links. Du hast bisher bei mir Glück gehabt als ich. Links? Ja, jetzt ist wieder nur. Runter? Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Okay, stopp. Denken. Halt. Wir können nicht runter so lange war denken. Tot, links war Spawn. Ja, zu lange braucht. Ich weiß halt auch nicht, wo die Klippe mehr war. Ich hab das jetzt auch nicht mehr im Kopf. Es ist auch, wirkt sehr random, finde ich. Also manchmal laufen wir an Stellen, wo wir, rennen wir hin und dann ist wieder was anderes. Keine Ahnung. Hä? Das bin ich, Gabriel Knight, ne? So. Das bin ich. Tot. Nein! Oh Mann! Die technische Hilfe. Wenden Sie den Talisman mehrmals auf den Werwolf an, bis Sie das Bild mit der Schlucht erreichen. Okay. Hier, yeah, Talisman, in your face. In your face. Guck mal hier, ich hab schon einen Orden. Und nun? Ihm hinterher und dann nochmal benutzen. Ja. Da kommt auch so eine Scheiße. Ja, wir nicht, deswegen mussten wir auch eine Lösung gucken, liebe Zuschauer. Das gehen wir offen zu. So. Nein, das war keine Lösung, das war eine Eingebung. Das war. Ich habe zu Gott. Wir haben's. So, wir waren sogar auf dem Gestehweg. Beckmann hat uns gut geleitet und jetzt hat uns nur das Detail mit dem Amulett. Oh, ich freue mich gleich, dass wir wieder crazy spielen. Leider. Alles ist geskriptet. Klingt so ein bisschen wie das Alien aus Mars Effect. Alles gebissen, jetzt mutieren wir gleich. Schieß! Schieß! Nicht mich! Hä? Schieß! Ja,
die haben wahrscheinlich Not Me schlecht übersetzt. Schieß ihn! Schieß! Knall schieß. Ihn ab! Nein, du hättest ihn abknallen sollen! Das wäre geil gewesen, einfach so, schieß auf ihn. Einfach aus der Hüfte, hopp! Schlecht animiert, der Wolf getötet. Warum hat der die Sachen in die Ohren gesteckt? Warum? Das gibt schon auf dem Werwolf-Grund. Stimmt, wenn er heult, hätte er dann vielleicht auch zum Werwolf werden müssen. Ich schätze, ich bin entlarvt. Ich bin halt kein Jäger. Von sowas wird mir übel. Sie haben weniger Erfahrung, als ich dachte. Das wird sich ändern. Ich bin natürlich auf ihn geworfen. Es ist die Wunde. Die müssen wir mich hinaussuchen. Er hat mich erwischt. Wie er da drin rumfingert. Scheiße! Moment mal. Ich habe ihn erschossen. Sie haben mich gezwungen. Hä? Der Treffer ist doch überhaupt nicht tödlich, da wo er getroffen hat, okay. Oder? Also da bist du doch gar nichts getroffen. Oh Gott. Vielleicht Magen, aber... Zum Glück haben sie mich dazu gezwungen. Kommen Sie. Warum zum Glück? Ich werde es im Haus verbinden. Das selber schießen können. Morgen früh fahre ich Sie nach München. Den Luke. Sie haben für diesmal genug gejagt. Lass mal diesen nackten Totenmann hier einfach liegen. Was soll schon schief gehen? Hänsel und Gretel, oh mein Gott! Ah, oh, das finale Kapitel, ey. Oh. Nein. Jetzt wird's aber noch richtiger AIDS. Crazy, Alter. Ist das die Pornodarstellerin? Ja. Ja. Und Ludwig. Ja. Welche Drogen nimmt die? Alle. Ich hätte auch schon was von denen. Oh, jetzt geht's wieder. Mit der Jacke, Alter. Na ja. Oh, da vorne. Mit der hab ich doch gerade rumgemacht, Junge. Alter, das ist doch alles so beschissen. Achte auf den schwarzen Wolf. Nein. Ja. Ich tut's auf. Ey. Ah. Lass mich meine Haare richten. Ja. Kies! Nicht mich! Not me! Schieß ihn! Rückblick auf was wir vor 5 Sekunden gesehen haben. Die Cybermusik hätte auch die Hintergrundmusik von den Reitern aus dem russischen Herr darin sein können. Wenn man nachts einen Wadenkrampf hat, fühle ich. Ach, irgendwann gewöhnt man sich daran. Dafür gehe ich regelmäßig zum Masseur, damit mir das nicht passiert. Wadenkrampf plus vorher griechisch gegessen mit zu viel Fett. Das ist schwer, Ludwig, Alter. I see you! Und er macht den Wrestling Move auf Hip-Hop. Oh mein Gott, das ist Lenin! Ludwig Lenin! Aber Lenin hatte eine Glatze. Ja, in seinen jungen Jahren. Mit Toupet. Lenin. Ja. Hat er über eine Glatze? An der Kamera. An der Kamera.
verteiltes kommunistische Manuskript überall in der Post. Achtung, wir müssen jetzt merken, wo das war. Da drin. Okay, alles klar. Hammer. Was? Nummer 1, jetzt wurde es diese Krotte. Eine Krotte da unten. Okay. Wir werden gleich ein Crazy holen. Aber rein theoretisch, also ich. Das da oben sehe ich, aber in der Grotte so ein Stück Papier zu verstecken, das müsste doch wohl der Propagabelt sein, oder nicht? Da ein Bild auf jeden Fall. Hat auch so eine unauffällige Aktion. Ich bin so auffällig unauffällig. Ja. Ich nicht Lenin. Ja, ja. Ich Otto. Wie ist das Lieblingsmuseum? So, die letzte. Wo macht ihr die hin? Auf dem Klo. Ja, er muss super. Oh, ich schaff den nicht mehr zu verstecken. Oh, da ist der KGB. Er war verhaftet. Wer soll das jetzt sein? Ich glaube, das sind die gerade die entführt haben. Ich glaube, das ist President Snow. Oh. Er ist dann abtransportiert, es darf noch Befehle geben. Hänge! What happened, Alter? Es rallt hier nix. Hat er sich gerade einen Klapper gezeigt mit den zwei Fingern? Oh, Allah! Sage, sie soll dies zu meinem Herzen in Altötting legen. Oh nein, Altötting, das Kapitel dauert das noch ewig. Ja, wenn sie jetzt das einfach auf die Ecke geht, dann schmeißt es einfach weg. Geht auch so wunderschön. Sie haben einen Besucher. Okay, sind die jetzt alle psychisch komplett? Hat sie gerade Gabriel gesiezt? Ja. Nein, die Taube. Sie hat so. Taube. Sie haben einen Besucher, Taube. Dem Vogel scheint es hier zu gefallen. Nein, wir spielen wieder die Olle langweilige. Ich kann den Vogel durch die Gitterstäbe nicht erreichen. Ja, dann schlag durch! Aber mit der blanken Faust, bitte. Ich glaube nicht, dass der Vogel Geld will. Boah, ist es ja. Ja, Beckmann, wir spielen jetzt 7 Finale, Kapitel 6. Aber es dauert sehr lange, deswegen ist es eigentlich kein Finale. Pornomusik. Grace? Ich bin hier. Du bist hier? Schnabeltier. Ich hab Scheiß gebaut. Ich weiß. Ist schon in Ordnung. Ich hab Scheiß gebaut. Es ist nicht in Ordnung. Überhaupt nicht. Oh, jetzt stellt euch Jacks Gesicht und mach es das gar nicht. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Ich habe um historische Dokumente über den Schwarzen Wolf gebeten. Sie sind gestern gekommen und von Glovers Name steht drauf. Ich habe Werner Huber so lange bedroht, bis er mir sagte, wo du bist. Bedroht er denn? Prima.
Dummerweise kamen die Preußen diesmal ein bisschen zu spät. Wenn du nicht so ein Idiot gewesen wärst, wenn du mir gesagt hättest, wo du bist, hätte ich dich vielleicht vor Tagen retten können. Was für Preußen? Vielleicht lasse ich ihn mir lieber abkauen, als dass ich mich mit deiner Besserwisserei rumhören muss, was? Boah, jetzt verstehe nicht mal ich, obwohl ich aus dem Bundesland komme. Vergiss es. Die Dinge sind nun mal, wie sie sind. Erinnerst du dich, worüber du die ganze Zeit auf dem Weg geredet hast? Deine Vision von Ludwig? Ja. Ob du es glaubst oder nicht, das könnte uns heraushelfen. Ich prüfe gerade ein paar Sachen. Mr. Smith passt auf dich auf. Okay? Mr. und Mrs. Smith? Oder nur Mr. Smith? Ja. Ja, das sind dann die Smiths und die spielen dann nur so... Was auch immer. Songs. Und die spielen, wir schießen uns gegenseitig über den Haufen. Weil denke ich die Band, aber auch gut. Ich wollte gerade sagen, wenn hier unser Macho-Man Angelina Jolie sieht, dann ist er aber auch ganz schnell los. Aber zum Arzt. Setzen Sie sich, Grace. Gabriel scheint ernsthaft krank zu sein. Ja, hatte. Sein Körper bekämpft das Böse in seinem auf. Blut. Meine Liebe, ich würde nicht darauf bauen, dass Gabriel freundlich oder kooperativ ist. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes nicht er selbst. Sie wollen sagen, es soll mir nichts ausmachen, dass er so ein Scheißkerl ist? Keine Sorge, er ist immer so. Es wird schlimmer. Glauben Sie wirklich, dass er eingesperrt bleiben muss? Es ist so grausam. Es wird in Liebe sein, zu wissen, dass er eingesperrt ist und niemand verletzen kann, wenn er sich verwandelt. Das könnte sein. Seine einzige Hoffnung ist die Zerstörung seines Schöpfers. Ich weiß. Ich weiß. Emil wird im Verlies auf Gabriel aufpassen? Ja, Grace. Außerdem haben Sie sich um andere Dinge zu kümmern, ja? Ja. Ist Emil die Taube? Und der Bauplan, ich muss ihn holen. Glauben Sie, dass Sie das allein tun können? Warten Sie nur ab. Wissen Sie etwas über Altötting? Ja, dort steht ein Pilgerschrein. Emil und ich sind dort gewesen, aber damals wusste ich nichts über die Herzurnen. Es ist einer dieser Orte mit besonderer, vibrierender Energie. Es ist sehr stark dort. Ich glaube, dass die dort das erste Wunder Mitte des 18. Jahrhunderts hatten. Aber die Schwarze Madonna ist noch viel, viel älter. Jetzt passen Sie gut auf. Das ist aber auch nur richtig scheiße besetzt. Werner scheint ein ähnliches Interesse an einem Gespräch mit mir zu haben, wie ich mit ihm. Er hat ein schlechtes Gewissen wegen Gabriel. So oder halt. Mir doch egal. Das Postamt ist geschlossen. Ah, okay. Gut, ja, jetzt dürfen wir diesen komischen Plan da holen. Deswegen habe ich mir versucht zu merken, wo der das reinhat. Oh Gott, eine Asiatin fährt Auto. Altötting haben wir jetzt auch freigeschaltet, okay. Tipp ist halt natürlich überall, ist ja klar. Immerhin ist das Ludwigs Museum nicht mehr verfügbar. Geh nochmal, haben wir alles? Ich glaube, wir haben noch ein paar Sachen im Dorf machen können, glaube ich, oder? Gerda hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Oh, okay. Die feine Dame braucht nichts. Sie ist a strong independent woman. Und das? Ich glaube, das nennt man frische Wäsche. Also. Wäsche? Wäsche. Schief. Nette Aussicht auf die Alpen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, die restlichen Laken auf das Bett zu legen. Achso. Dafür habe ich heute keine Zeit. Von Clovers Brief, was ist das denn?
ein Brief von Von Glover. Und er hat auch den Ritter-Talisman zurückgeschickt. Gabriel, ich weiß, du bist im Augenblick sehr krank. Die Verwandlung ist immer schmerzhaft. Ich habe es selbst durchlebt, als ich erst 12 Jahre alt war, und ich hatte keine Ahnung, was mit mir geschah. Es tut mir leid, dass ich nicht da bin, um dir zu helfen, aber mir ist schon klar, dass du meine Anwesenheit nicht begrüßen würdest. In Rittersberg bist du sicher. Für den Augenblick ist das genug. Lass mich also von der Zukunft sprechen. Du hasst mich jetzt, das weiß ich. Doch ich habe die Hoffnung, dass du die Dinge anders sehen wirst, wenn der zweite Mond vergangen ist, wenn die Krankheit weicht und das Blut dich größtenteils entflammt hat. Du wirst mich dann brauchen. Und ich denke, du wirst mich dann herbeiwünschen. Angesichts dieser Hoffnung habe ich dich in der Nacht, als dich von Zell gebissen hat, nicht getötet. Ich hätte es tun können. Es wäre leicht gewesen, die Männer zu wecken, ihnen die Leiche von Zells zu zeigen und eine Geschichte zu erfinden, die sie wütend genug gemacht hätte, dich zu töten. Ich habe es nicht getan. Betrachte dies als Beweis meines aufrichtigen Verlangens, Freundschaft mit dir zu schließen. Ich habe mich länger nach Gemeinschaft gesehnt, als dein Leben an Jahren zählt. Ich habe sogar, wenn auch sehr selten, das Wagnis auf mich genommen und andere verwandelt. Doch das Blut war zu viel für ihren Geist und meine Erwählten starben oder sie wurden verrückt. Daher gründete ich den Jagdclub. Ich dachte, sie könnten für die Verwandlung bereit sein, nachdem ich zunächst ihren Geist für die Religion von Zahn und Klaue gefügig gemacht hatte. Es ließ sich nicht verwirklichen, wie du gesehen hast. Von Zell war der Beste der Gruppe. Hätte es mit ihm funktioniert, hätte ich die anderen genommen, doch jetzt lohnt sich nicht einmal mehr der Versuch mit ihnen. Doch du bist anders. Du bist ein Ritter. Dein Blut ist bereits übernatürlich. Ich habe in diesen langen Jahren viel studiert. Als wir uns begegneten, fühlte ich, dass du durch die Gabe nicht zerstört würdest. Du trägst bereits einen gewaltigen Zug der Bestie in dir und du verfügst über eine angeborene Stärke im Okkulten. Du wirst in der Verwandlung mächtig und schön sein. Ich bin mir dessen sicher. Es war nicht meine Absicht, es so bald und auf diese Weise geschehen zu lassen, doch mag das Schicksal seine eigenen Gründe dafür haben. Doch wie verwirrt musst du sein. Du magst das Gefühl haben, ich hätte dich benutzt, um von Zell zu beseitigen. Es ist wahr. Doch du bist anders. Du wirst also. Hallo? Man musste sich um ihn kümmern und du kamst gerade recht. Was sollte ich tun? Ich bin zu alt, um nicht wenigstens so viel über das Licht verstanden zu haben. Man kann es nicht verlöschen. Es ist besser, es hereinzulassen und langsam schwächer werden zu lassen, bis es sich der relativen Helligkeit im Inneren anpasst. Überdenke diese Dinge gut, während sich dein Körper daran gewöhnt. Denke daran, mich in 2 Monaten in München zu treffen. Ich werde dich lehren, zu jagen, sicher und gut zu leben. Du kannst den Nachtwind auf deinem Gesicht spüren und den Herzschlag des Todes unter deinen Klauen schmecken. Es ist großartig, viel prächtiger als alles, was das priesterliche Leben eines Schattenjägers zu bieten hat. Lass dich nicht von Gedanken über Gut und Böse verwirren. Die Natur zeigt uns, dass es diese Unterscheidungen nicht gibt. Wir haben beide etwas von unseren Vorvätern geerbt. Ist dein Erbe weniger Fluch oder Segen als meines? Komm zu mir, dein Friedrich. Ich würde Grace jetzt noch erwartet sagen, ach, der Alter ist ja krank. Auch etwas, was man immer wieder Leuten erzählt, aber du bist etwas anderes. Frische Überzüge. Das hat Jack auch zu jeder gesagt, oder? Warum hat jetzt etwas Besonderes? Warum hat jetzt den Kopfkissenbesuch eingesteckt? Oh Mann, ey. Ja gut, ist hier noch was? Dafür habe ich heute keine Zeit. Ich frage mich, ob Gabriel jemals wieder schreiben wird. Das ist ein Teenie Boy, der das hat Teenie Girls ausprobiert. Das ist ein Jahrhunderte alter Dude. Das der eine hat das wüstende Biest in sich, der andere hat das Wild. Die Erde hat. Ich sehe da keinen Unterschied. Ja, und Van Glover sucht Freundschaft. Geh nochmal zu der. Rausbringt. Geh gleich nochmal bitte zu Uber, wenn's geht. Gerde scheint Wolfgang wirklich geliebt zu haben. Die sehen besser aus. Martin Ritter.
1190 bis Martin. 1153. Gründe von Rittersberg, so. Die sind ja steinalt und alle sind Schattenjäger. Außer einer, der war Basketballer, der wollte anders sein. Ich möchte sie nicht stören. Zum Huber hast du gesagt. Ja, ich geh noch mal ins Gasthaus. Ich glaube, eine Sache war da, die auch vollkommen random ist, die wir gesehen haben. Warte. Kannst du das Essen von denen vom Tisch nehmen? Nee? Werner scheint ein ähnliches Interesse an einem Gespräch mit mir zu haben, wie ich mit... Okay, nevermind. Ludwig, ich wünschte, ich könnte ihm irgendwie helfen. Ich glaube nämlich, man braucht das Essen, man braucht irgendein Essen, um die scheiß Taube anzulocken. Das gab's doch hier. Ich wünschte, ich könnte ihm irgend... Ja, ist okay. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Sieht allerdings alt aus. Ich bin satt, danke. Haben wir da... Da, Gebäck. Bürgermeister Habermas hat heute bestimmt sehr viel zu tun. Habermas! Oh, Chef, der ja auch. Hi, Frau Püpsch. Diese Szene war mir jetzt wichtig. Oder? Er sieht auch so aus, als würde so ein Werwolf-Angriff würde im Nu abwehren. Stimmt, jetzt steckt sie ja die Taube ein. Ne? Ja. Was übrigens voll assi ist, Tauben. Auf Tierkunde. Ja, was übrigens voll assi ist, Vögel mit hellem Brot zu füttern, weil, wenn das in ihrem Magen ist und die was trinken, bläht sich das auf und die platzen. Eigentlich ist das voll Tierquälerei, was sie da gerade machen. Ja. Also zusätzlich, dass sie die jetzt erreichen. So, Kopfkissenbezug, let's go. In Gewahrsam! Dieses arme Tier, er ist jetzt voll gestanden. Bei Brot. Kleine Tiere haben in Advanced Chest keine Chance. Du musst mir nur eben mal weiterhelfen. Dann lasse ich dich frei. In Gewahrsam. Also, kleine Tiere in Advanced Chest ist. Es gibt so ein altes, das heißt die Beru, das habe ich, als ich kleiner war, gespielt. Da hast du eine Ratte gebraucht und die musstest du dann mit dem Dynamit verbinden. In so einer Mine warst du da. Und dann hast du die Ratte da reingeschickt, damit die dir den Weg freigesprengt hat. Also ich muss sagen, der Taube ist aktuell noch besser als Lemmy Wings. Steckt ja nicht im... Es scheint der Taube hier drinnen ganz gut zu gehen. Unterm Abdomen von Britney Spears? Wir sind doch in Altötting gerade. Nee. Nein, wir sind in Rittersberg. Nee, Lemmy Wings war im unteren... Lemmy Wings. Abdominalbereich von Mr. Slay. Ach nein, genau, Britney Spears war im Abdominalbereich von Britney... Von Mr. Hilton, ja. Das wäre doch ein Pen and Paper Topic. Ja, Wendner, erstellt die Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao. Wir fahren mit Gracie los. Tschüss. Brumm.